Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Nova Magazin. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Gesundheit, Sport und Ernährung. Von Produktanalysen über das Thema Übergewicht bis hin zu gesunden Rezepten. Wir haben heute jede Menge interessanter Sachen für euch am Start, also bleibt dran. Mehr dazu nach unserem kleinen Teaser. Zuckercheck. Wie viel steckt wirklich drin? Ernährungscheck. Burger selbstgemacht. Gesundheitscheck. Alles zum Thema Übergewicht. Das Thema Übergewicht spielt in den letzten Jahren eine immer größer werdende Rolle, vor allem auch bei jungen Menschen. Doch ab wann gilt man medizinisch gesehen eigentlich als übergewichtig und vor allem, was kann man dagegen machen? Mehr dazu in unserem ersten Beitrag. Deutschland wird immer dicker und wer schon als Kind zu dick ist, hat im Alter schwer damit zu kämpfen. Laut Stiftung Warentest hatten Kinder, die in ihren ersten 2 Lebensjahren adipös waren, nur eine 50%ige Chance, später normalgewichtig zu sein. Bei Kindern im Alter von 3 Jahren waren es nur noch 10%. Laut der Gesellschaft für Ernährung sind von 100 Frauen in Deutschland 37 übergewichtig. Bei den Männern sind es sogar 59. Auch die Zahl der adipösen, also fettleibigen Menschen, nimmt anteilmäßig zu. Das hier ist Marc. Angespornt von den Zahlen hat er den Schritt auf die Waage getan und ist verwirrt. Er weiß jetzt zwar, wie viel er wiegt, doch ob und inwiefern diese Zahl auf der Waage schädlich für ihn ist, kann er so gar nicht einschätzen. Doch das ist gar nicht so schwer. Eine etwas genauere Einschätzung bietet dir der Body Mass Index, kurz BMI. Dieser setzt die Körpergröße in genauere Relation zum Gewicht. Den BMI kannst du ganz einfach berechnen, indem du dein Körpergewicht in Kilogramm durch deine Körpergröße in Zentimeter zum Quadrat teilst. Im Idealfall solltest du nun auf einen Wert irgendwo zwischen 19 und 25 kommen. Stehst du irgendwo zwischen 25 und 30, giltst du laut BMI als leicht bis mäßig übergewichtig. Ab einem Wert von 30 spricht man von Adipositas, also der Fettleibigkeit. Welche Auswirkungen das Ganze genau für deinen Körper hat, haben wir die Allgemeinmedizinerin Frau Dr. Gnesner gefragt. Es bestehen einige Risikofaktoren, je älter man dann wird. Und Diabetes, Hochdruck wiederum haben ja als Komplikation dann Herzinfarkt, Schlaganfall. Diese Risikofaktoren steigen dann aber auch mit zunehmendem Alter. Da spielt das Alter dann auch eine Rolle. Auch ein bisschen die genetische Veranlagung. Aber wenn man mit Übergewicht im Jugendalter beginnt, ist es meistens so, dass dann auch im Alter sich das fortsetzt und dann die Risikofaktoren sich auch potenzieren, nicht nur aneinanderreihen, sogar gefährlicher werden. Weil besonders das Fett, was wir in der Bauchregion haben, für die Risikostratifizierung oder Feststellung des Risikoprofils bei Entstehung von Folgeerkrankungen eine große Rolle spielt. Das Fett, was wir unter der Haut haben, ist nicht so schlimm. Aber das, was wir im Bauch zwischen den Innereien haben und in den inneren Organen, das kann erhebliche Probleme machen. Doch halt! Der BMI sagt ja nichts über den Fettgehalt an sich aus. Und laut Berechnung wäre dann sogar ein Wladimir Klitschko mit seinen 112 Kilo und einer Körpergröße von 2,2 Meter auf dem besten Weg zur Fettleibigkeit. Eine Alternative bietet die sogenannte High-to-Waist-Ratio, die auch das besonders ungesunde Fett im Bauchbereich mit einbezieht. Sie setzt deine Körpergröße in Relation zum Taillenumfang. Indem du diesen durch deine Körpergröße in Zentimetern teilst, erhältst du einen Wert, der irgendwo zwischen 0 und 1 liegt. Bei 15- bis 40-Jährigen gilt man ab einem Wert von 0,4 als normalgewichtig. Ab 0,5 spricht man hier von Übergewicht. Bei einem Wert von über 0,57 spricht man von Adipositas und bei über 0,68 sogar von schwerer Adipositas. Marc hat sich nun also nach bestem Wissen und Gewissen eingeschätzt und beschlossen, etwas gegen seine Polster zu unternehmen. Viele Wege führen nach Rom und so gibt es auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, gesund abzunehmen. Marc hat sich für ein Trainingsprogramm bestehend aus 3 Säulen entschieden.
Den Fokus bei der sportlichen Betätigung setzt er auf das Ausdauertraining. Fürs Erste sollten 3x 20 Minuten die Woche reichen. Die Dauer kannst und solltest du im Laufe der Zeit noch steigern. Ausdauertraining hilft dir nicht nur dabei, Fett zu verbrennen, sondern fördert auch das Herz-Kreislauf-System und stärkt deine Ausdauer. Zweimal die Woche hat Marc auch einen Ganzkörper-Workout eingeplant, um Muskeln aufzubauen. Der Muskelaufbau hilft dir nicht nur dabei, Fett zu verbrennen und dich besser zu fühlen, er steigert auch ganz nebenbei deinen Grundumsatz. Doch wie? Grundumsatz? Was ist das denn nun wieder? Ganz einfach. Der Grundumsatz ist die Energiemenge, die dein Körper allein dafür benötigt, deine Stoffwechselfunktion aufrechtzuerhalten. Da Muskeln grundsätzlich einen höheren Energiebedarf als Fettgewebe haben, steigerst du durch den Muskelaufbau ganz automatisch deinen Grundumsatz. Den gesamten Energiewert, also einschließlich Arbeit und Sport, den dein Körper über den Tag verbraucht, nennt man Leistungsumsatz. Marc, der sich bislang keinen großen Kopf um Ernährung gemacht hat, fängt jetzt an, sich bewusster damit zu beschäftigen. Wenn man abnehmen will, ist es bei der Erstellung eines Ernährungsplans wichtig, dass man sich täglich in einem Kaloriendefizit von ca. 200 bis 400 Kilokalorien befindet. Dabei sollte man aber auch darauf achten, genug zu essen. Denn bei einem zu großen Mangel schaltet der Körper in den Hungermodus um. Folgend davon können Muskelabbau und der altbekannte Jojo-Effekt sein. Wenn du diese drei einfachen Dinge beachtest, kann also fast nichts mehr schiefgehen. Ja, und wie wir wissen, steht die Fettleibigkeit natürlich im direkten Zusammenhang mit unserer Ernährung. Doch was ist eigentlich gesund und was ist ungesund? Und wie viel Kalorien und wie viel Zucker steckt in den Produkten, die wir so alltäglich zu uns nehmen? Max Dehmann und Kiran Liedtke sind der Sache auf den Grund gegangen. Auch wenn es nicht so aussieht, haben alle 5 Produkte etwas gemeinsam. Sie enthalten Zucker und davon eine Menge. Zucker ist zwar in Maßen gesund, jedoch beschleunigt er auch die Fetteinlagerung im Körper. So zeigen Statistiken, dass sich die Zahl von Übergewichtigen in Deutschland sich über die letzten 30 Jahre verdreifacht hat. Und das ist gefährlich. Ein zu hoher Zuckerkonsum kann zu Karies, Herzinfarkten und Diabetes führen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt am Tag rund 8 Zuckerwürfel zu sich zu nehmen, also 24 Gramm. Der durchschnittliche Deutsche isst hingegen 30 Zuckerwürfel, also 90 Gramm am Tag. Wir haben ein paar Produkte unter die Lupe genommen und geschaut, welche Mengen an Zucker in diesen Produkten versteckt sind. Auch bekommt der Zucker oft andere Namen verpasst, wie Saccharose, Dextrose oder Raffinose. Damit soll nun Schluss sein. Viele Verbraucher fordern eine Lebensmittelampel. Rot bedeutet zu viel. Gelb bedeutet grenzwertig. Und Lebensmittel mit der grünen Farbe beinhalten sehr wenig Zucker. In Deutschland wurde über die Umsetzung der Lebensmittelampel und einer Zuckersteuer diskutiert. Allerdings ohne Ergebnisse. Seit April gibt es bereits eine Zuckersteuer auf Getränke in England sowie in Mexiko. Hierbei ist der Zuckerkonsum der Menschen tatsächlich zurückgegangen. Ja, wirklich mal interessant, diese Zahlen so vor sich zu haben. Nicht weniger Zucker steckt vermutlich in den unzähligen Fastfood-Gerichten, die wir so in Deutschland zur Verfügung haben. Das beliebteste natürlich der Burger. Doch muss es wirklich immer der Burger von McDonald's und Co. sein? Wir zeigen Ihnen eine gesündere und höchstwahrscheinlich auch leckere Alternative zum Selbermachen. Hey. Fastfood-Werbung suggeriert schnelles und leckeres Essen für jedermann. Dieses ist aber in Massen sehr ungesund für unseren Körper. Wir zeigen euch nun eine genauso schmackhafte und billige Variante eines Burgers.
Dieser Burger ist sogar billiger als der Burger für 2,20 Euro von der Fastfood-Kette. Also können wir mit wenig Zeitaufwand unserem Körper auch etwas Gutes tun und ihn einen gesünderen Burger zu essen geben. Ja, und mindestens genauso wichtig wie die gesunde Ernährung ist selbstverständlich der regelmäßige Sport. Doch warum ist das eigentlich so und was passiert in unserem Körper durch die regelmäßige Bewegung? Isabella González berichtet. In Deutschland ist über jedes siebte Kind zwischen 3 und 17 Jahren übergewichtig. Meist liegt das an mangelnder Bewegung im Alltag und schlechter Ernährung. Folgen hierbei reichen von einer schlechten körperlichen Fitness bis hin zu geringer Leistungsfähigkeit und Diabetes. Doch warum ist Sport für Kinder und Jugendliche so wichtig? Für sie stellt Sport und Bewegung eine ganz entscheidende Voraussetzung in der Entwicklung dar. Die Gehirntätigkeit wird durch die Bewegung angeregt, wodurch die Entwicklung der körperlichen, psychosozialen und emotionalen Fähigkeiten gefestigt wird. Sport hilft Kindern nicht nur bei der psychischen und körperlichen Entwicklung, er ist vielmehr der Motor für den Körper. Er stärkt enorm das Herz-Kreislauf-System und den Stoffwechsel und führt somit zu einem nachhaltig gesunden Leben. Natürlich sind Sport und Bewegung auch wichtig für das Äußere. So kann Übergewicht vorgebeugt, vermindert oder sogar behandelt werden. Auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit wird bei Kindern und Jugendlichen durch genügendes Auspowern enorm gefördert. Sport fördert außerdem die sozialen Kompetenzen sowie das Gemeinschafts- und Selbstwertgefühl, zum Beispiel durch Teamsport. Ja, und es geht auch gleich weiter heute bei uns mit dem Thema Sport. Und zwar haben wir heute Dennis Pelikan zu Gast, Gründer des Rostocker Straßensportvereins. Dennis, erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Immer gerne. Ja, und dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Meine allererste Frage, die mich interessiert: Wie bist du persönlich eigentlich beim Sport gelandet? Das ist eine gute Frage. Als Kind eigentlich schon immer viel gemacht, bin auf dem Dorf groß geworden. Da waren die Alternativen mau. Es hat sowas gehabt wie DRK, Kampfsportgeschichten, Feuerwehr, Fußball und irgendwie alles, was da war, hat man irgendwie mitgenommen. Und so habe ich mich schon immer früh bewegt, auch als Kind halt viel auf Bäumen rumgeklettert, rumgetobt und das hat sich dann halt durchgezogen. Also wenn du nicht als Gameboy 12 Quadratmeter Neubaukind groß wirst, sondern halt auch einen Bezug zur Natur hast und zur Bewegung, dann und dran bleibst, dann zieht sich das hoch bis ins Erwachsenenalter und im besten Fall renne ich mit 80 Jahren immer noch mit meiner Sporthose draußen rum und bin aktiv. Und der Straßensportverein beschäftigt sich ja vor allem auch sehr viel mit Körpergewichtsübungen. Wieso hast du gerade das ausgewählt und warst nicht so der klassische Fitness-Typ, Fitness-Studio-Typ, sag ich mal? Ja, das hat sich so ergeben, dass ich eigentlich ursprünglich auch im Fitnessstudio trainiert habe mit einem sehr guten Freund von mir. Das war so ein Holzfäller-Typ einfach. Ich bin eher so der Drahtige. Und er war halt immer im Fitnessstudio unterwegs, hat mich da mal mitgenommen. Und das hat mich eigentlich auch immer motiviert, dass er halt größer und stärker war. Ich habe immer gedacht, komm, Alter, nicht mit mir. So, dich hole ich noch ein und habe ihn auch nachher nach und nach immer bei einigen Disziplinen auch geschlagen. Aber wir sind dann irgendwann durch einen Zufall auf den Platz in der Südstadt gestoßen. Das ist ein schöner Outdoor-Fitness-Trainingspark. Und zu der Zeit sind so die Trainingsvideos aus den Staaten rübergeschwappt von den ersten, die Outdoor trainiert haben. Da habe ich mir gedacht, Mensch, wieso machst du den Kram nicht? Im Turnunterricht, super geil, Hüftaufschwung, Klimmzüge und sonst habe ich immer gefeiert. Aber dass es einem bewusst geworden ist, einfach rauszugehen mit dem, was du hast, zu trainieren und einfach mal kein Geld auszugeben für irgendeine Bude, sondern das zu nutzen, was du hast, das ist mir dann erst, das war so ein Aha-Moment, als ich gesehen habe, Mensch, da steht ein Reck und ein Barren. Wieso hat die nicht schon früher einer draußen hingestellt? Wieso habe ich nicht gesehen vorher? Ja. Und viele Leute haben ja auch einfach Probleme, sich manchmal zu motivieren und diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Mhm. Hast du da auch schon mal die gleiche Erfahrung gemacht oder bist du da wirklich so dieses Rostocker Vorbild, der wirklich jeden Tag immer dranbleibt am Ball, natürlich, trainiert? Jeden Tag draußen. Nein, ich bin auch ein ganz normaler Mensch wie alle anderen. Auch jetzt gerade zum Beispiel, ich habe jetzt die letzten 2 Monate, wir arbeiten gerade an einem größeren Projekt. Und jeder hat Phasen, ist auch ganz normal, wo du da mal einbrichst, nicht zum Training kommst, dich nicht motivieren kannst, weil du durch äußere Faktoren einfach mal eingeschränkt bist, was auch immer es ist, ob es Krankheit ist, irgendwelche privaten Geschichten, Arbeitsprojekte oder was. Und dann aber sich immer wieder daran zu erinnern, wie gut doch Sport ist für dich, wie hoch der Mehrwert ist, wie geil das eigentlich auch ist, wie viel Spaß dir das Ganze macht, wenn es dir denn Spaß macht. Das hat mich dann eigentlich immer wieder dazu gebracht, anzugreifen und immer wieder neu anzufangen. Und das ist bestimmt, ich bin jetzt 32, das 50. Mal gewesen, wo ich gefühlt von vorne habe anfangen müssen. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, weil ich die 200 im besten Fall voll machen will. Und als alte Rosine nachher, als alter Mann immer noch irgendwo draußen rumspiele, wenn das noch geht. Wenn die Medizin und der Sport mich so lange am Leben hält. Ja. Genau. Was denkst du, wie lange braucht man, um in diesen gewissen Rhythmus zu kommen? Dass es einfach
der tägliche Sport so selbstverständlich ist wie das abendliche Zähneputzen? Das geht eigentlich relativ zügig. Also je nachdem, wenn du noch nie Sport gemacht hast, dauert es vielleicht ein bisschen länger als jemand, der wieder reinkommen will in den Sport. Aber ich sag mal, wenn du die erste Woche durchgezogen hast, die zweite durchgezogen hast, die dritte und dann merkst, ey krass, ich besitze sowas wie einen Körper, ich habe Arme, ich habe Beine und du mit mal merkst, gerade jetzt in Richtung Kraft- und Ausdauertraining, wenn du anfängst, dich zu spüren, du wirst nachher von ganz allein merken, dass es dir Spaß macht, dass es dir einen Mehrwert bringt, dass es cool ist. Und dass es, ich sag mal, um und bei vielleicht einen Monat dauert, bis du dann auch für dich merkst, ey, das brauche ich oder das will ich und das mag ich. So, das ist schön für mich, das bringt mich voran, das lässt mich als Mensch, wir sind gebaut für den Scheiß, wir sind gebaut für Bewegung, wir sind keine Maschinen, die sich vor eine Tastatur setzen und wie so ein Zombie irgendwie auf die Tischplatte sappern, sondern einfach mal uns bewegen. Wir sind Tiere, einfach nur vernünftige, gut denkende, im besten Fall Tiere, die für Bewegung gemacht sind. So. Und von daher muss man das einfach nur wieder aktivieren und wieder wecken, den instinktiven Bewegungsdrang einfach. Und manchmal gibt es auch Leute, sicherlich sind es häufig Ausreden, die aber wirklich so einen stressigen Alltag haben, die sagen, ich schaff's einfach nicht, zum Sport zu gehen. Ja. Wie du eben schon angesprochen hast, so einen klassischen Bürotäter. Hast du da irgendwelche Tipps für die, wie sie trotzdem ihren Alltag, wie sie es schaffen können, den ein bisschen sportlicher mit ein bisschen mehr Bewegung zu gestalten? Ja, also einfach mal wirklich diese Ausrede, ich habe keine Zeit, ist halt immer so ein Thema. Ne? Eine Stunde von deinem Tag sind 4,25 popelige Prozent von dem ganzen Tag, den du hast. Das ist hammer wenig und das ist eine ganze Stunde. Und in der Stunde kriegst du super viel gemacht. Was ich so Bürotätern immer wieder empfehle oder generell Leuten, die viel sitzende Tätigkeit haben, die sagen, oh, ich schaff's nicht, mich zu bewegen, macht's euch selber unbequem. Stell dein Telefon einen Meter weg. Stell die Ordner, die du immer brauchst, hinten in den Schrank, dass du gezwungen bist, aufzustehen. Nimm nicht den Aufzug, geh die Treppe hoch. Mach's dir selbst unbequem. Der Mensch ist ein Bequemlichkeitstier. Also so, wenn du chillen kannst, ist ja schön, freust dich drüber. Aber du entziehst dir selbst deine Bewegung. Die meisten Leute stehen auf, setzen sich auf den Stuhl, setzen sich ins Auto, fahren zur Arbeit, sitzen da den ganzen Tag, fahren wieder zurück. Und das bewusst zu durchbrechen, weil du gewöhnst dich daran. Und was du nicht benutzt, das verlierst du. Wie willst du Muskulatur halten und aufbauen, wenn du dich nicht bewegst? Du verschleißt ja immer mehr. Wenn du ein Auto nur in die Garage stellst, das gammelt vor sich hin, wenn die Garage nicht gerade super toll gedämmt ist und so. Ne? Aber sich selbst einfach nur, ich sag mal, auszutricksen, wenn du so willst, und Routinen zu schaffen und das einfach so Stück für Stück voranzutreiben und besser zu machen. Wenn du es dann irgendwann geschafft hast, dass du merkst, okay, Mensch, ich fühle mich doch gut, dann nimm dir ein kleines Fenster, mach 10 Minuten, schmeiß dir YouTube an von mir aus, dass du erstmal irgendeinen Zugang findest. Ne? Hol dir von mir aus eine Fitnessuhr, guck dir Internetseiten an, lad dir Apps oder sowas. Ne? Also, dass du erstmal einen Einstieg findest. So. Ja. Stichwort Apps. Es ist ja so, der Sport entwickelt sich weiter, viele Leute gehen zurück zu diesen ganzen Körpergewichtssachen, funktionelle Sachen und unsere Technologie bleibt auch nicht stehen. Es gibt ja mittlerweile zig verschiedene Apps für Android und für iPhone. Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Hast du da schon mal was ausprobiert oder bist du eher so oldschool? Und machst ich bin absolut oldschool, ich bin von 1986, an mir ist das ganze Internet vorbeigelaufen. Nee. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, also ich selbst habe mir die Apps auch alle gängigen angeschaut und das mal versucht zu analysieren. Und mir ist auch aufgefallen, dass das wirklich sehr, sehr viele Leute rauszieht und auch motiviert. Was das Doofe ist bei diesen Apps, die sind erstmal zum Teil von der Trainingssteuerung relativ unclever und die Leute machen halt irgendwas. Keiner schaut. Ne? Bei uns draußen am Platz, wir haben auch, dann hast du immer mal 3, 4, 5, die so hinten in der letzten Ecke sitzen da mit ihrem Handy, machen irgendwelche Rumpfbeugen, machen Liegestütz-Hockstrecksprünge und so. Aber da guckt halt kein Mensch auf deine Ausführung. Das, was du machst, du bewegst dich dann zwar, ist alles gut und schön, aber du tust dir im schlimmsten Fall nichts Gutes dabei, wenn du einfach mal deine Übung falsch ausführst. Und gerade sowas wie Sprünge, wo relativ hohe Lasten entstehen. Du hast diese Trainerkomponente einfach nicht, bei den meisten Apps. Genau. Und du hast auch teilweise die Gesellschaftskomponente nicht. Ne? Also es gibt mittlerweile auch bei diesen Apps so Netzwerke und Gruppen, da treffen sich auch mal 3, 4, 5 zusammen. Das macht es noch mal cooler, weil du dann... Da hast du mal Glück, dass der eine ein bisschen schaut und sagt, ey, dein Liegestütz sieht aber merkwürdig aus, mach den mal ein bisschen schöner. Aber dir fehlt halt im besten Fall die soziale Komponente, die für mich sehr wichtig ist beim Sport und halt auch die Korrektur durch einen Trainer. Ja. Genau. Aber wenn dich das zum Sport führt, dann mal gib ihm. Genau. Ja, und wir bleiben auch gleich beim Thema Apps. Und zwar ein großes Ziel von vielen Männern ist natürlich der klassische Waschbrettbauch, besonders im Sommer. Da habe ich mal ein paar Tage so eine klassische Bauchmuskel-App getestet. Für das Android-System. Mal schauen, wie das so lief. Das seht ihr im nächsten Beitrag. So Leute, heute ist der allererste Tag, an dem ich die App mal ausprobiere von P4P. Und ich habe mich dazu entschlossen, erstmal dieses Anfänger-Bauchmuskeltraining zu machen. 8 Minuten für Anfänger.
Und ja, wir schauen gleich mal, wie es läuft, wie anstrengend es ist. Ich habe ja schon ein bisschen sportliche Vorerfahrung. Mal schauen, wir sehen uns gleich. Es geht los. Food-to-Food Crunch. 15 Wiederholungen. Gehen Sie in die Startposition. 3, 2, 1, los. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
und habe es auch trotzdem, besonders bei dem zweiten und der dritten Version, wirklich gemerkt, dass der Bauch auch nach 8 Minuten da richtig brennt. Was ich auch gut fand, sind diese animierten Figuren, besonders für Anfänger. Die können dann gleich gucken, wie soll die Übung aussehen. Es wird sogar gezeigt, wann man ein- und ausatmen soll. Das ist wirklich cool. Auch mit dieser Musik und diesem 1, 2 fand ich am Anfang ein bisschen nervig. 1, 2, 1, 20. Aber bleibt einfach in diesem Rhythmus drin und es hilft auch so ein bisschen der Motivation. Man kann auch immer auf die Zeit gucken und sehen, wann es zu Ende ist. Und das hilft einfach, dass man dann wirklich nochmal durchzieht, wenn man weiß, okay, ich habe gleich 15 oder 30 Sekunden Pause. Stop! Recovery time. Und ja, also es ist wirklich sehr gut durchdacht, das Ganze. In dem zweiten Programm, also für in das Level 2, waren mir teilweise ein paar zu viele Übungen mit gestreckten Beinen. Das geht ziemlich auf den Hüftbeuger nachher. Und ja, da hätte ich mir vielleicht ein paar funktionellere Sachen gewünscht, auch mal einen Unterarmstütz, so ein Plank oder so eine Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon echt eine coole Sache. Und ich glaube, wenn man das durchzieht und jeden Tag macht, dann kann das auf jeden Fall werden, was bis zum Sommer mit dem Sixpack. Natürlich ist die Ernährung immer noch das Wichtigste. Abs are made in the kitchen, sagt man ja immer. Aber so ein 8 Minuten Training jeden Tag wird auf jeden Fall helfen. Also kann ich nur empfehlen, die App. Probiert es einfach mal aus und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, Dennis, das war mein kleiner Vlog mit der P4P-App. Was sind deine Eindrücke? Du hast auf jeden Fall ordentlich durchgezogen. Und ich finde solche Medien wie eine App beispielsweise sind immer ein sehr, sehr guter Einstieg einfach mal in das Training, damit du überhaupt erstmal einen Weg findest, ohne gleich irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben, sondern einfach um für dich zu merken, okay, ich habe doch Bock auf Sport, aber es ersetzt halt niemals einen vernünftigen Trainer oder die Motivation in der Gruppe beispielsweise. Ja, ja, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, es hatte besonders bei Niveau 2 extrem viele Wiederholungen. Mhm. Und wenn man sich da so einen Anfänger vorstellt, der kann da schnell ins Hohlkreuz kommen. Definitiv. Und wirklich da irgendwas, was nicht so gut ist für den Rücken, sich vielleicht... Die sind sehr, sehr hochgestellt teilweise, einfach nur progressiv, kommen. Wir machen jetzt die nächste Einheit, die müssen wir ein bisschen stärker gestalten, nehmen wir mal einfach 30 Wiederholungsstunden. Also die Leute, die die Apps programmieren, sind nicht immer unbedingt diplomierte Sportwissenschaftler. Es sieht zwar immer alles fancy und schön aus und ist wie gesagt ein guter Einstieg, aber jetzt nichts, was du bis ins Rentenalter durchziehen kannst. So. Ja. Obwohl die Musik zum Beispiel tatsächlich, am Anfang fand ich die sehr albern, aber nachher fand ich, war es sogar teilweise relativ motivierend, einfach weil man immer in diesem Rhythmus bleibt. Ja, du hast einen Taktgeber einfach mal. Genau, du hast einen Taktgeber, du machst deine Wiederholung, reißt du da ab und kannst immer zwischendurch auf die Uhr gucken und weißt, okay, jetzt ist es gleich vorbei. Ja. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist Geschmackssache. Ich fand so ein bisschen 70er, bisschen trashy, Stirnband, kurze Hosen mäßig, aber sonst ist es eigentlich schon eine ganz coole Sache. Ja, und im Endeffekt, wissen wir ja beide, geht es natürlich auch sehr viel um Ernährung, wenn man das Sixpack erreichen will. Genau. Das ist natürlich das A und O. Der richtige Körper wird nachher am Kühlschrank entschieden eigentlich. Ich sage immer gern, Essen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, ein schön doofer Spruch. Und den gebe ich meinen Leuten immer mit auf den Weg. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, auf die Ernährung zu achten. Ja, Dennis, dann erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Immer wieder gerne. War sehr schön. Es war mir ein Fest und eine Freude. Und wir bleiben bei dem Thema Ernährung. Und zwar haben wir euch einfach mal ein paar Varianten für den Lunch to go aufgestellt. Ein paar gesunde Rezepte, wo wirklich für jedermann was dabei ist. Das seht ihr im nächsten Beitrag. Frisch und gesund in der Schule oder Uni zu essen, ist für viele eine Herausforderung. Weshalb die meisten dann lieber auf den Supermarkt oder Bäcker nebenan zurückgreifen. Aus diesem Grund werde ich 3 einfache, schnelle und gesunde Gerichte zum Mitnehmen für euch kochen. Damit für jeden was dabei ist, gibt es ein Rezept mit Fleisch, ein vegetarisches und ein veganes Rezept. Das erste Gericht sind Zucchini-Nudeln mit grünem Pesto und Hähnchenfleisch. Als erstes müssen die Enden der Zucchini abgeschnitten werden, um sie danach mit dem Schäler in lange Streifen zu schneiden. Danach wird der Knoblauch geschält und klein gehackt. Wenn man mit den Vorbereitungen fertig ist, erhitzt man ein wenig Öl in einer Pfanne und gibt den Knoblauch hinzu. Wenn er glasig ist, gibt man das Hähnchenfleisch in die Pfanne.
Wenn das Fleisch durch ist, gibt man die Zucchini-Nudeln in die Pfanne und lässt sie kurz andünsten. Am Ende kommen noch 2 Teelöffel grünes Pesto zu den Nudeln und werden verrührt. Damit man es auch für den nächsten Tag gut mitnehmen kann, füllt man es in eine gut verschließbare Dose. Wenn man möchte, kann man noch ein wenig Parmesan drüber streuen. Das zweite Gericht ist ein vegetarischer Couscous-Salat. Dafür benötigt man nur 50 Gramm Couscous und 50 Gramm Wasser. Während der Couscous zieht, kann man schon einmal die anderen Zutaten in Würfel schneiden. Danach gibt man die Gurke, den Feta und die Kichererbsen zu dem Couscous und vermengt alles. Für die Soße benötigt man 30 ml Sojasauce, 1 Teelöffel Erdnussmus, 1/2 Teelöffel Agavendicksaft. Ich habe ein verschließbares Glas genommen, um es danach besser vermengen zu können. Wenn die Soße schön cremig ist, gibt man sie zu dem Salat und vermengt alles miteinander. Danach kann man es wieder in die Lunchtogo-Box geben und fertig ist das Mittagessen. Für die veganen Summerrolls braucht man Reispapier. Dies gibt es in einem Asiamarkt oder im Edeka zu kaufen. Als erstes muss man das Reispapier im kalten Wasser einweichen. Währenddessen kann man schon einmal das Gemüse und den Tofu in dünne Streifen schneiden. Wenn alles fertig geschnitten ist, hat das Reispapier eine weiche, klebrige Konsistenz und kann nun verarbeitet werden. Dann belegt man es mit Salat, Gurke, Karotte und Tofu. Danach rollt man das Reispapier zusammen. Man kann verschiedene Soßen dazu essen. Ich nehme die aus dem vorherigen Rezept. Alle Rezepte sind schnell, einfach und gesund. Man kann sie super nächsten Tag zur Uni oder Schule mitnehmen und kalt oder warm essen. Das Einzige, was du brauchst, ist einen dichten Behälter, zum Beispiel eine Tupperdose oder eine Metallbox. Viel Spaß beim Nachkochen! Ja, da kriegt man doch gleich Appetit.
Das war's auch heute schon wieder mit unserem Nova-Magazin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine schöne und vor allem gesunde Woche. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.